und Namaste, meine Lieben. Wir machen heute was Indisches. Ich liebe ja Indien, die indische Küche, indische Bollywood-Filme, alles. Und heute machen wir Mangolassi. Ich habe hier eine überreife Mango, die muss verwertet werden. Und ihr wolltet sowieso mal ein Mangolassi-Rezept von mir. Und deshalb zeige ich euch das jetzt. Und wir fangen jetzt hier auch direkt mit den Zutaten an. Natürlich brauchen wir eine Mango. Und des Weiteren habe ich hier Rosenwasser, Zitronensaft. Dann haben wir Milch, das könnt ihr auch durch Wasser ersetzen. Und das ist ganz wichtig, Joghurt. Hier habe ich optional noch Vanilleextrakt und Puderzucker. Und jetzt starten wir zuerst mit der Mango. Und übrigens, ganz kleiner Hinweis, das ist kein original Mangolassi-Rezept aus Indien. In Indien machen sie dann noch Nelken rein und Kardamom. Und das ist eher so für den deutschen, europäischen Gaumen gedacht. Und so mag das auch jeder. Natürlich ist original Mangolassi auch sehr lecker, aber eben sehr gewöhnungsbedürftig. Und deswegen machen wir die Kiki-Variante. Und das war die für mich einfachste Methode, das Fruchtfleisch rauszubekommen. Einfach am Kern entlang schneiden und dann direkt hier mit dem Rand an eurer Schüssel, eurem Behälter, geht auch mit einem Glas, direkt rein befördern. Und jetzt nehmt ihr euch euren Pürierstab und püriert das Ganze einmal gut durch. Und fertig ist das Mango-Püree. Das hat jetzt keine Minute gedauert. Also mit dem Schälen und dem Pürieren wirklich keine Minute. Und das gebe ich jetzt mit zum Joghurt. Und dann könnt ihr auch schon mal Zitronensaft mit dazugeben. Jetzt habt ihr gesehen, dass ich auch schon alle anderen Zutaten mit reingegeben habe. Also Puderzucker zum Süßen, da müsst ihr einfach schauen, ob die Mango nicht schon süß genug ist. Dann habe ich ja Vanilleextrakt reingegeben. Das habe ich letztens das erste Mal ausprobiert, weil ich dachte, Mango und Vanille passt eigentlich ganz gut zusammen. Und das hat auch echt gut geschmeckt. Und was unverzichtbar ist, das ist das Rosenwasser. Also ich finde, das muss auf jeden Fall rein. Das macht nochmal so einen schönen orientalischen Geschmack, so einen indischen Bollywood-Geschmack. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber ihr müsst es einfach mal ausprobieren. Und die Zitrone hilft eben, dass das Ganze nicht braun wird und dass es auch noch mal so ein bisschen Säure gibt, auch noch mal schön erfrischend. Das Ganze einfach umrühren und jetzt ist es fertig und das Ganze ist jetzt 24 Stunden lang haltbar, am besten im Kühlschrank aufbewahren und dann eiskalt genießen. Wenn ihr jetzt auch Lust habt auf dieses erfrischende Mangolassi, dann macht es unbedingt nach. In der Infobox schreibe ich euch natürlich ganz genau die Mengenangaben und dann geht einkaufen und macht es nach. Wie gesagt, kalt schmeckt es am allerbesten. 24 Stunden ist es haltbar und ihr könnt auch gerne auch Eiswürfel reinmachen, finde ich auch super erfrischend. Für mich persönlich ist es manchmal im Sommer sogar ein Frühstücksersatz, denn es sättigt auch. Und falls die Frage aufkommt, ihr könntet Milch jetzt auch durch Wasser ersetzen, dann ist es noch kalorienärmer, als es sowieso schon ist. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Natürlich freue ich mich über ein Däumchen nach oben und über einen Kommentar, ein kostenloses Abo sowieso, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss!